Hey Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Ja, es ist schon spät am Abend und ich habe zum ersten Mal meine Wolkendecke an. Aber die sieht man, glaube ich, gar nicht mal. Sieht man die überhaupt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, zur später Stunde möchte ich noch kurz ein Video machen, denn ein Livestream ist vorhin gelaufen und darüber möchte ich unbedingt reden. Nintendo hat einen Livestream gemacht, wo sie den ersten offiziellen Trailer gebracht haben zu Mario. Es wird einen Mario-Film geben. Ich meine, das ist ja schon länger bekannt und jetzt ist der erste offizielle animierte Trailer dazu draußen und ich würde gerne in diesem Video mal kurz ein paar Takten darüber reden, wie das aussehen könnte und was das für die Zukunft heißen könnte. Zum einen, was ist überhaupt konkret passiert? Wie kam es jetzt überhaupt dazu? Der ein oder andere wird es noch wissen, es gab mal einen Sonic-Realfilm. Und da wurde Sonic ein bisschen verunstaltet. Viele Fans haben sich aufgeregt und deswegen wurde der Sonic-Film nochmal dann überarbeitet. Und letztendlich kam dieser Film über Sonic raus. Denn man hat sich gedacht, Sonic ist ein bekannter Charakter in der Videospielwelt. Wieso darüber nicht mal einen Film machen? Und das haben sie gemacht. Ein Real-Life-Film. So eine Mischung aus animiert, also Sonic ist animiert, und auch reale Figuren dabei. Und lustigerweise kam das mit Jim Carrey als Dr. Eggman richtig gut an. Die Leute hatten Bock und es war auch definitiv klar, das wird definitiv kein Einzelteil werden, denn da wird ein zweiter Teil erscheinen, der ja dann auch erschienen ist und der ebenfalls wieder Erfolg abgestaubt hat. Somit ist klar, dass es definitiv eine Trilogie werden wird, wenn nicht vielleicht sogar noch mehr Teile. Und somit dachte sich Nintendo, wir sollten diesen Schritt wagen und auch andere Charaktere mal wirklich, einen Auftritt auf der Kinoleinwand geben und dementsprechend haben sie sich dann an einen Mario-Film rangemacht. Der ein oder andere wird es sicherlich noch wissen, damals wurde Mario und Luigi mal verfilmt und zwar mit Real-Life-Figuren, der kam aber wirklich nicht gut an bei den Fans. War eigentlich eine totale Katastrophe und irgendwie war man, also man ist schon länger am struggeln, ob man das nicht nochmal macht. Also die Idee ist nicht erst seit gestern da, die ist schon seit sehr vielen Jahren da. Jetzt haben sie sich endlich getraut und einen richtig animierten Mario-Film gemacht und das ist auch kein geringerer als Super Mario Bros. Denn die Fans waren schon die ganze Zeit am spekulieren, welche Reihe das jetzt eigentlich wird. Wird es die Galaxy-Reihe oder was für ein Teil? Ich meine, es gibt ja sau viele verschiedene Mario-Games und welches davon wollen die verfilmen, beziehungsweise machen die vielleicht sogar wieder eine ganz eigene Geschichte. Aber nein, Super Mario Bros. Wird kommen mit Bowser als Hauptfeind. Was bedeutet, es wird um Bowser gehen und den Stern. Mario wird definitiv in das Königreich müssen mit Luigi zusammen, um Bowser aufzuhalten. Und wer die Bros-Reihe gespielt hat, kann sich dann in etwa ausmalen, wie das dann ausgeschaut hat. Oder ausschauen könnte. Ich meine, ausschauen könnte. Ja, der Trailer verrät noch nicht viel. Es ist eher ein Teaser-Trailer, ist wirklich ein richtiger Trailer. Er hat aber schon allerdings mehr als genügend verraten, in welche Richtung es gehen wird. Natürlich ist da auch definitiv klar, es wird bestimmt dann auch einen zweiten und einen dritten Teil geben, weil wenn Sonic schon so einen Erfolg hatte und der Trailer sah richtig gut aus und die Fans haben da Bock drauf, dann wird es definitiv auch schon Fortsetzungen geben. Bei Mario kann man sogar richtig gute Fortsetzungen machen, genau wie bei Sonic, denn Bowser ist nicht der einzige Feind. Es gab nämlich auch viele, die gesagt haben, es wird dann drei Teile geben, wo die quasi dreimal gegen Bowser kämpfen. Finde ich aber persönlich doof. Würden wir alle doof finden, denn ganz ehrlich, nur gegen Bowser ist auch ein bisschen langweilig. Man will ja ein bisschen auch mehr Feinde einbauen. Und somit hatte ich mir gedacht, könnte man nicht theoretisch im ersten Teil Bowser nehmen, im zweiten Teil. Ich meine, man muss sich ja nicht direkt an die Bros-Reihe halten, sondern man kann ja auch noch viele andere Elemente reinspielen lassen, wie die Galaxy-Reihe oder sonst was. Man muss sich da nicht an ein bestimmtes Skript halten, sondern die Macher, die können das machen, wie sie wollen. Sie erschaffen ja ihre eigene Filmuniversum und das ist doch gut. Damit kann man theoretisch alles neu interpretieren. Somit
Ist doch ganz klar, dass man da theoretisch dann auch Wario und Waluigi einbauen könnte, zum Beispiel. Im zweiten Teil oder so. Dann hätte man einmal im ersten Teil Bowser, im zweiten Teil Wario und Waluigi. Aber für den dritten Teil könnte man theoretisch dann auch König Buhu einbauen. Bei Mario gibt es so viele Charaktere, die man als Feinde einbauen könnte und noch viele weitere Nebencharaktere, die man einbauen könnte. Oder Bowser Jr. oder so weiter, keine Ahnung. Es gibt jede Menge Stuff und das kann man ausbauen. Dadurch, dass es jetzt Sonic gibt und jetzt Mario dann auch geben wird, könnte man dann auch anfangen, Crossover zu machen. Aber darüber möchte ich mich im nächsten Video mit euch unterhalten, was das jetzt eigentlich aussagt für die ganze Nintendo-Zukunft in der Filmwelt. Auf jeden Fall wollte ich nur kurz mal mit euch ein bisschen drüber quatschen, über Mario. Ich meine, wir reden jetzt hier schon gerade über den zweiten und dritten Teil, ich weiß, das ist alles ein bisschen weird, weil der erste Teil ja noch nicht mal draußen ist, aber der kommt ja auch schon recht bald in die Kinos und da werden wir definitiv auch nochmal explizit dann drüber reden, wenn der draußen ist. Wir werden eine Analyse machen, wir werden hier einen Nerdtalk machen und vor allem werden wir auch, eine Bewertung halt machen, Kritik, in der Nerd-TV-Folge, die dann dazu rauskommt. Dementsprechend, jetzt bist du gefragt, jetzt ist deine Meinung gefragt. Was glaubst du, was alles uns in diesem Mario-Film überraschen wird? Also was uns erwartet? Was erwartest du von diesem Film, dass er für dich richtig gut wird? Und was gäbe es theoretisch eigentlich noch für Feinde, die man noch theoretisch in einen Film von Mario einbauen könnte? Jetzt mal abgesehen von Mario, Waluigi, König Buhu und Bowser Jr. Was könnte man noch für Feinde nehmen? Wo sind die Mario-Fans? Ich würde euch gerne in den Kommentaren sehen. Ansonsten war es das von mir. Haut rein, bleibt fresh. Ich persönlich muss sagen, der Trailer war richtig geil. Und ich freue mich. Ich freue mich mega.